gibst alles, wenn du gibst. Du verlierst dich, wenn du liebst. Freiheit, die ich meine, ist ohne Bewusst. Es war Sommer, das erste Mal im Leben. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Tiefer, wie tiefer bei dir. Tiefer bei dir. Spür mich und halt mich bei. Sehen Sie zwei Augen, fragen an. Und die Pforte wird, ist plötzlich stumm. Und kein Traum will mehr wie früher sein. Und in der Nacht fühlt sie sich so allein. Mit jedem Tag spürt sie es mehr. Weiß doch nicht, woran sie geht. Denn es ist niemand da, der hilft, sich selber zu verstehen. Und etwas in ihm will was zu springen. Josie, Josie, es ist soweit. Vergiss die Menschenträume. Halte dich bereit, den Tag in einem Schlafen, wacht als morgen auf. Doch aus dem Kind von gestern wird nur langsam eine Frau. Ihr seid dran jetzt. Und wacht als morgen auf. Doch aus dem Kind von gestern wird nur langsam eine Frau. Ja, also ein ziemlich witziges Gefühl. Ich bin selber hier seit Ende der 60er Jahre nicht mehr gewesen. Der Weiße Hirsch, das war eine Gaststätte früher, in deren Keller die Dukes, meine Band, also geprobt haben. Jetzt schauen wir uns das mal an. Gespielt. Die Wände waren voll mit Bildern von spärlich bekleideten Damen. Es ist so, als wäre eigentlich wenig Zeit vergangen. Dabei sind das über 30 Jahre. Ich kann mich auch erinnern, als wir die ersten Male außerhalb von Waldkraiburg Musik gespielt haben, in irgendwelchen Clubs und so weiter. Da begann das Abenteuer. Und je mehr man reintauchte in diese Welt, umso weiter wollte man damit kommen. Also umso weiter wollte man eigentlich von hier weg. Das war hier Provinz und es war ruhig und still und ein bisschen verstaubt und konservativ, und aus dem Kreis oder aus diesem Dunstkreis, so aus dem wollte man ausbrechen. Margret kannte ich vom Gymnasium in Mühldorf her. Wir trafen uns dann in München und das war so eine Zeit, in der ich dann Songwriter
kennenlernte in einer Art und Weise, wie ich sie früher nicht kannte. Wir sind in St. Parnasse gekommen und haben dort einmal in der Woche gespielt, am Anfang. Probeweise sozusagen, das war bei allen so, ne? Und schnell wurde das Publikum auf uns aufmerksam und hat nach uns gefragt. Und dann wurden wir angerufen vom Wirt und könnt ihr denn öfter kommen? Ja, dann sind wir 2-3 Mal die Woche hingegangen. Ich fand sie gut und ich sagte das zu meiner Frau, aber ich hatte, ich war einfach zu schüchtern, um dahin zu gehen und zu sagen, ob sie mal mit mir ins Studio gingen. Und meine Frau sagte, ja, die frage ich jetzt einfach. Jemand kam zu mir und sagte, da sei die Frau eines Musikproduzenten und sie würde gerne mit uns beiden, mit Margaret und mit mir, sich unterhalten. Und dann habe ich sie singen lassen und plötzlich, und erst da habe ich eigentlich gemerkt, dass der Peter eine tolle Stimme hatte. Ihm habe ich dann gesagt, ja, also Peter, wir sollten irgendwie schauen, dass wir eine Platte machen. Ich glaube, 14 Tage später, 3 Wochen später kam ein Paket an und ich machte es auf. Wir hatten vorher ein paar Fotos gemacht und da drin war eine Scheibe, die hieß Du mit roter Schrift und mein Name stand drauf und dann ein Foto von mir. Und ich glaube, das war einer der spannendsten Augenblicke in meinem Leben. In deinen Augen steht so vieles, was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Als wir das erste Mal Du aufgelegt haben bei Radio Luxemburg, war die Nachfrage sehr groß. Es gab sehr viele Anfragen per Telefon, per Brief. Wer ist das? Was ist das für ein Sänger? Und es hat ja dann gar nicht so lange gedauert. Er ist mit dem Goldenen Löwen belohnt worden von Radio Luxemburg. Und da waren 15.000 Menschen in einer Halle und haben ihn gefeiert und auf den Armen getragen. Die Platte war einfach der Sommerschlager geworden. Die Platte hatte Gold nach kürzester Zeit und Gold bedeutete damals 1 Million Einheiten. Du allein kannst nicht verstehen. Wenn ich mir meine Auftritte, wenn ich mir die angucke, dann erkenne ich einfach in meinem Gesicht selber so viel Naivität. Ja. Ich habe damals Dinge gemacht, ohne viel zu fragen, welche Folgen sie haben würden. Ja, auch die Schallplattenfirma, die beriet ja auch und sagte, also ZDF Hitparade und da musst du das und das Outfit haben, nicht? Und dann war er sicherlich zu dem Zeitpunkt nicht in der Position, um sich dagegen sehr zu wehren. Frieden. Das Ding zu wiederholen, das ist schier unmöglich. Das kann man nicht nochmal toppen. Und auf der Suche oder auf dem Weg zum Versuch, es zu toppen, sind halt Plagiate entstanden. Ich glaube, den Druck, dass der Erfolg von Du nicht zu wiederholen war, haben wir alle empfunden. Wieder Freunde von zwei. Ich hab alles, um glücklich zu sein. Doch ich denk. Da denke ich, hat dann auch sein Lernprozess angefangen, hier oben zu sagen, Moment mal bitte. So kann es nicht weitergehen. Ich muss mich irgendwo neu orientieren. Ich muss was anderes machen. Ich glaube, die Karriere war da schon an einem ziemlichen Tiefpunkt. Das war 1973, als wir uns kennenlernten. Und dann habe ich ihn besucht hier am Inn. Da hatte er gerade ein Haus gebaut und hatte einen Keller. Und in dem Keller stand ein Schlagzeug und eine Gitarre und ein Verstärker und ein Klavier. Und dort hat er mir vorgespielt, was er so an Musik macht. Und das war halt völlig anders als das, was ich von Schallplatten von ihm bis dahin kannte, nämlich viel urwüchsiger und kraftvoller und rock'n'rolliger, also eine ganz andere Musik. Es ist auch richtig, dass Konrad, der ja über Kunze gekommen ist, ihn in seinen Ideen, neue Musik zu machen, andere Musik zu machen, einfach bestärkt hat, ohne Rücksicht auf Verluste, was auch richtig war.
Das hat Michael Conrad vollkommen richtig gemacht. Es war klar, das ist er eigentlich. Das ist der Peter Maffay. Und dann ging es halt darum, das nun in der Öffentlichkeit darzustellen. Das Lied Samstagabend in unserer Straße, das markierte eigentlich die Wende. Und dort das Anfangsriff, das sind so ein paar Gitarrenakkorde, die sehr kräftig sind. Und ich denke, das war so das Signal, hier kommt jetzt der Neue, und zwar der wirkliche Peter Maffay. Ich erinnere mich auch, dass er mal kam und gesagt hat, er hat einen Film gesehen, Rocker, und dass er den sehr beeinflusst, ja, also sehr beeindruckt. Ein Milieufilm in Schwarz-Weiß, sehr viel nasser Asphalt oder Pflastersteine, Typen, die mir gefallen haben, Mädels wie Jungs, so vom Look, es war mein Ding. Zunächst war die Reaktion eher ablehnend. Also ich erinnere mich an einen Auftritt in Bremen bei irgendeiner Veranstaltung, wo dann Peter Maffay auf die Bühne kam mit einem Motorrad und anfing nun Rockmusik zu machen. Und das Publikum war also wirklich verblüfft und es sind viele Leute rausgegangen auch. Also das war der Anfang, das war schon recht schwierig. Dass ich mich bemüht habe, mich zu verändern, also das galt für viele nicht. Die haben gesagt, dafür habe ich mein Geld nicht auf den Ladentisch gelegt. Aber dass wir den Gedanken gehabt hätten, jetzt etwas anderes zu machen, das war nie der Fall. Josie, Josie, es ist so weit. Vergiss die Mädchenträume und halte dich bereit. Josie war der erste Hit, den wir dann zusammen hatten. Das war etwa 1975, zwei Jahre nach dem Beginn der Zusammenarbeit. Dann kam Und es war Sommer, war noch ein etwas größerer Erfolg. Ich war 16 und sie 31. Und nun ging es darum, die Musik auch live zu präsentieren. Vom ersten Konzert an war dieses berühmte Verhältnis, dieser Dialog, wie Peter sagt, oder ich möchte es mich sogar versteigen, dieser Koitus zwischen Künstler, zwischen Maffay und seinem Publikum, war vorhanden. Die Faszination. Das dauerte nicht lang, dann standen auf einmal neben mir schon Leute. Oh, da habe ich gedacht, nee, bin ich blöd, ich stelle mich doch nicht dahin. Ja, und auf einmal stand ich trotzdem. Wie, das weiß ich bis heute nicht. Leute gingen vor, standen vor der Bühne, eingeklatscht, eine Atmosphäre da. Das hat mich dann total fasziniert. Und sie nannten ihn den Steppenwolf. Er mit den Füßen fehl. Dabei war unser Lebensgang nach Freiheit noch nicht gestrebt. So, als wir dann, ich sag mal, mit Steppenwolf, mit Revanche Alben hatten, die Doppelplatinum überschritten haben und die Millionengrenze überschritten haben. Da dachten wir dann, okay, jetzt ist man so weit, dass man sich auch an ganz große Dinge ranwagen kann, wie beispielsweise im Vorprogramm der Stones auftreten. War natürlich ein unheimliches Kompliment, dass wir da spielen sollten. Und wir waren zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste Band in Deutschland. Wir hatten von Revanche 1,6 Millionen Platten verkauft. Und die Rolling Stones haben gesagt, wir wollen in jedem Land in Europa, wo wir spielen, als Voreck den erfolgreichsten Act des jeweiligen Landes haben. Ich fand das sehr reizvoll, mir vorzustellen, auf derselben Bühne zu stehen, auf der nachher die Stones stehen würden und spielen würden. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Was soll da Wildes passieren? Außer, dass da noch eine andere Band war aus Amerika, Jay Giles Band, die mit denen die ganze Welttournee machten. Und die waren gewohnt, immer vor den Rolling Stones zu spielen. Und Peter hat damals gesagt, wenn hier einer in Deutschland vor den Rolling Stones spielt, bin ich das. Ja, das mögen manche Leute heute als überheblich ansehen. Aber wir hatten den Status, uns das, glaube ich, erlauben zu können. Aber im Nachhinein sage ich, es war wahrscheinlich ein Fehler. Weil wir kannten die Jay Giles Band nicht. Die erste Band war die Jay Giles Band. Die hatten damals so ein
richtigen, den einzigen richtig großen Hit, den die eigentlich hatten. Diese Girl in the Centerfold. Und dann hörten wir Jay Giles Band spielen mit dem riesen Hit Centerfold. Und wir wussten, jetzt müssen wir da gleich raus. Und die wurden tierisch abgefeiert. Die Jay Giles Band hat gespielt wie die Teufel. Das ist das Positive. War nie besser. Aber Wolf, der Sänger, hat am Schluss gesagt, do you want Rock'n'Roll or Schlager? Rock'n'Roll! Und da kommt, und jetzt der mit noch immer Schlager, Schlager-Vergangenheitsbehaftete Peter Maffay, an dem sich natürlich immer die Geister geschieden haben. Die einen fanden den große Klasse und die anderen nach dem Motto, küss mich, ich möchte kotzen. Das funktionierte irgendwo nicht. Was passierte, war aber, wir spielen als vierte Nummer Siebenbrücken, da flog das erste Ei. In dem Moment, wo er das Schaukelpferd besang, kam das erste Ei geflogen. Pasch! Direkt bei irgendjemandem ans Bein, ich weiß es nicht mehr. Und dann kam ein ganzer Gemüseladen. Plötzlich musste man in den Deckel gehen, ja. Und dann wurde das eben hinter Hannover, wurde es kultig, in München ihn mit Eiern zu bewerfen. Das waren gar keine alten Lebensmittel. Die haben dann schon Eier, Tomaten, alles mitgebracht, um uns zu bewerfen. Und Peter hat dann zurückgeworfen. Also Fritz Rau, Stopp und der Peter und hört auf und wir wollen doch alle Musik machen und friedlich sein und wenn ihr es nicht mögt, geht doch einfach ein Würstchen essen. Es hat alles nichts geholfen, die haben uns richtig beworfen und das wurde dann von Tag zu Tag schlimmer. Es waren nicht nur Tomaten, die flogen, sondern auch so nasse Zeitungen und ich glaube auch Flaschen. Es wurde von der Presse dann noch gehypt und hat das vermarktet als ausgepfiffen, ausgebuht, weil ich meine, was muss ich dazu sagen, Deutschland liebt die Helden nicht. Ne? Ja, mein Stolz war verletzt. Und oder anders, meine Eitelkeit. Ja. Ramponiert. Aber was ich toll fand, ist, dass Peter da nicht aufgegeben hat, hat gesagt, ich beende diese Tour, weil das passt alles nicht, sondern ist er für diese vielleicht 5.000 oder 8.000 Leute, die in diesem 60.000er Stadion wegen uns gekommen sind, die deswegen Karten gekauft haben. Da gab es ja auch Maffay-Fans, die sind da wegen Maffay hingekommen. Für die spielen wir. Und die anderen, die muss ich aushalten. Und die Band stand wie eine Eins hinter ihnen. Also das war ein tierisches Gefühl. Das war wie durch den Dschungel gehen. Pass auf, wir haben zwar keine Machete. Lass uns zusammen da durchgehen. Und das hat die Band unglaublich zusammengeschweißt. Weil wir haben die Eier und diese ganzen Tomaten einfach genommen. Und wir haben da durchgespielt. Und in München kam dann die Belohnung. Da hat es dann geregnet. Wir gehen von der Bühne und wurden auch teilweise beworfen, aber nicht so schlimm wie in den anderen Orten. Und plötzlich gingen wir schon wieder in die Katakomben und da rief Fritz Rau, auf die Bühne, Zugabe, Zugabe. Ich dachte, wie Zugabe? Das kann doch nicht sein, wir haben noch nie eine Zugabe gespielt auf dieser Tour. Ja, die Leute schrien Zugabe. Dann sind wir zurück und haben Eiszeit gespielt, im Regen. Und das war dann so die Belohnung fürs Durchhalten. Kontinente rasen da in Sekunden auf sich zu. Wer sieht noch den letzten Blitz dann vor dieser Explosion? Die Wolken sind so hoch und wo sie Wüste war, geht nur ein schwarzes Loch. Und der letzte Mensch bittet um die Tod. Eiszeit, wenn die Meere untergehen und die Erde. Peter Maffay war im Grunde schon immer ein politischer Mensch, aber nicht in Bezug auf Institutionen oder Staat oder Politik oder Parteien, sondern es war der Protest des Außenseiters gegen die Gesellschaft. Das war im Grunde ja schon auch eine politische Haltung, aber noch nicht so artikuliert. Und Chris hat dem Ganzen dann eine Form und eine Richtung gegeben und Peter fing an, sich für das, was nun im landläufigen Sinn politisch geschieht, zu interessieren, hat sich für die Grünen engagiert und so weiter.
Und den Anstoß zu dieser Entwicklung hat Chris gegeben. Aus den Höhlen steigt schwarze Rauch. Arme Zeichen, alter Brauch. Landzeitmörder sammeln sich. Die Angst von gestern interessiert sie nicht. Westerland ist Rosenheim. Sie singen in Love, längst nicht mehr geheim. Ihr Himmel wird in der Hand den Stein. Ein Schweigen ist für sie ein Freifachschein. Es wird Zeit, sie alle stehen auf Rot. Die Ratten fängen für dich in den Tod. Zeichen stehen aufs Stuhl. Dreh dich um, schau. Hooray! Jetzt Parolen an die Wand geschmiert, bis alles seine verliert. In Schweiß gebadet, Hass und Tons. Und jeder spuckt mal tot in Toleranz. Ihr Weg nach vorn wird weit zurück. Dreh dich nicht um, denn es bricht dir das Gehäß. Hey! Es wird Zeit, Signale stehen auf Rot. Die Ratzenfänger will ich in den Tod. Es wird Zeit, Zeichen stehen auf Stuhl. Dreh dich um, schau. Ach, sei! Es wird Zeit, Signale stehen auf Rot. Die Ratzenfänger führen dich in den Tod. Es wird Zeit, Zeichen stehen auf Stuhl. Sonntagmorgen, 13. August 1961. Als das Ulbricht-Regime die Mauer bauen lässt, ist dies ein Schock für die Menschen in beiden deutschen Staaten. Ich habe bei Peter schon recht früh festgestellt, dass er bei unseren Deutschland-Tourneen die DDR nicht ausgeschlossen hat. Also ich weiß, dass wir gigantische Schwierigkeiten haben. Es war aber für jeden Westkünstler schwierig dort drüben hinzu. Vor allen Dingen für Leute aus der sogenannten BRD. Bei Peter war es so, dass wir uns eben kannten und ich natürlich versucht habe, Peter die Tür zu öffnen. Und ich hatte deshalb eine Rolle als Türöffner im Osten, weil Honecker aus dem Saarland kam und er selber eine landsmannschaftliche Verbundenheit empfunden hat. Es war mir also eher als anderen möglich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und das hat dann geklappt. Bei unserem ersten Gastspiel gab es ein Konzert in Rostock. Für dieses Konzert, eine Konzert, hat der Künstlerdienst der DDR 600.000 Kartenbestellungen. Über sieben Brücken die Worte fehlen an sich schon, aber es ist überwältigend. Vor allen Dingen die Qualität ist ausgezeichnet. Sowas sind wir im Prinzip nicht gewohnt von dieser Sache her. Es ist überwältigend. Ganz große Klasse. Ich freue mich ganz außerordentlich, da eine Karte bekommen zu haben für diese Sache. Ich weiß noch, dass er in Rostock irgendwie sagte, jetzt ist Schluss und wenn noch irgendjemand ein Autogramm will, dann soll er
noch warten, er gäbe noch welche. Und dann, ich glaube, es waren 7000 Leute in der Halle. Und die 7000 Leute wurden dann nach dem Konzert alle geordnet in eine riesenlange Schlange. Und die haben dann, ich glaube, der hat bis morgens um 5 Uhr Autogramme gegeben. Und dann haben wir versucht, weitere Tourneen zu machen. Dankeschön, das war sehr lieb zu uns. Ein sehr lieber Freund von mir führt euch jetzt durch unser Programm. Ich sage nur eines, Tony Carey! Ich habe sehr schnell gespürt, dass da etwas Besonderes war, dass das Konzert anders ablief als meinetwegen im Westen. Und das Besondere würde ich so beschreiben, dass die Musik den Zuhörern, den jungen Menschen, die damals noch nicht an den Fall der Mauer glaubten, das Gefühl gegeben hat, ihr gehört auch dazu, ihr gehört zu uns und ihr habt auch die Aussicht auf mehr Freiheit. Und ich habe auch beobachtet, dass eben die Offiziellen, die mich begleitet haben, unsicher waren, schlicht und einfach unsicher waren, wie wirkt denn jetzt diese Musik und sind diese Rockkonzerte nachher nicht ein Element, um unser System zu destabilisieren? Die Gefahr haben sie ja immer gesehen, aber es ist ja dann Gott sei Dank gelungen. Einen wunderschönen guten Abend, hier in Leipzig. Ich wollte nie erwachsen sein. Er ist grün und hat gelbe Hände, hat grüne Flügel. Hab immer mich zu mir gesehen. Und singt, rettet Kinder. Bin ich ein Kind? Peter wollte mal etwas Fantasievolles machen, auch für Kinder. Und sein Freund Dieter Viering hat ihn dann auf mich aufmerksam gemacht, denn der kannte durch seine Kinder meine Kinderlieder. Und ich wollte auch mal was ganz anderes machen. Ich habe mich gefreut, dass ein Pop- und Rockstar sich Kindern mal so intensiv widmen will. Der Kernsatz von der ganzen Handlung ist eigentlich das Erwachsenwerden und die Problematik, die damit für viele zusammenhängt. Und deswegen gibt es ein Lied, welches heißt, ich wollte nie erwachsen sein. Drückt eigentlich sehr vieles aus von Tabaluga. Und bis wir dazu gekommen sind, dass Tabaluga ein Drache war, war ja zwischenzeitlich mal ein Frosch, mal ein Krokodil und dann gefiel uns doch die Drachenfigur am besten. Ich hieß, neue Maffei-Platte ist raus, Tabaluga. Ich ins Geschäft, hab mir das Ding geholt, nach Hause, sofort auf den Plattenspieler gelegt, angehört. Im ersten Moment war ich geschockt. Denk ich, was denn da los? Das ist eine Märchenplatte. Nur Tabaluga wusste, wie sein Vater wirklich war. Tyrion, der alte Drache,
hatte heute wieder einen seiner gutmütigen Tage. Es ist richtig, dass es ziemlich viel Verwirrung gab bei den Leuten, die sich bis dahin für unsere Sachen interessiert haben, die dann plötzlich sagten, was passiert da? Im Frühling zähl ich ruhelos die Tage. Dann habe ich mir die Lieder angehört. Mensch, denke ich, gar nicht so schlecht, wenn man da mal zuhört. Und ist, würde ich heute sagen, seine schönste Tabaluga-Platte. Ich Das Ganze begann eigentlich mit einem Ausflug in eine Märchenwelt. Ohne die Folgen zu bedenken, haben wir da eine kleine Kreatur geschaffen, die sehr viel in uns bewegt hat. Und jetzt ist es einfach so, dass ich mir meine Arbeit ohne dieses Thema Tabaluga nicht mehr wirklich vorstellen kann. Genau wie man Peter Maffay für verrückt erklärt hat, wie kommt, was will er denn da mit einem kleinen grünen Drachen? Und der Schneemann ist plötzlich der Böse. Und der Drache ist der Liebe und der Gute. So hat man uns für verrückt erklärt, sowas auf eine Bühne zu stellen. Das war für ihn schon ein Risiko, ob sein Publikum das überhaupt annimmt. Ich bin du, aber du nicht ich. Ursprünglich waren, glaube ich, 35 Vorstellungen geplant. Da hatten alle schon das große Zittern, ob man da wirklich die Marge erreicht. Und daraus wurden ja 92 Vorstellungen. In riesengroßen Hallen. Und wenn dich gar nicht mehr bewegt, oder nicht allein, als im September. Bei diesen kitschigen Szenen, die man dann ja selber auch verfolgen konnte, auch wenn der Vorhang mal zu war, in dieser Garage, wo wir gespielt haben. Und bei diesen bestimmten Szenen habe ich selber wieder geweint. Ich fand die Szenen immer wieder klasse, und zwar 94 Mal hintereinander. Vielleicht ist das jetzt nicht ein Thomas-Bernhard-Stück, was wir da musikalisch aufführen, und kein Shakespeare, aber die Emotion, die ich da körperlich spüre, wenn wir da vor 14.000 Menschen sind, das hat mich umgehauen. Diese Leute waren so glücklich, auch mit den Kindern, auch dass man etwas hatte für drei Generationen. Das fand ich toll. Also das war so stark in mir, dass ich danach mit dem Theater aufhörte. Ich kündigte. Für mich persönlich ist Tabaluga das wichtigste Ereignis in meinem Leben. Peter Maffay ist für mich ein Glücksfall. Und dafür bin ich ihm ewig dankbar. Das Thema Tabaluga ist für mich eine sehr wichtige Angelegenheit. Und weil ich da mit Kindern, sehr viel mit Kindern zu tun habe, wuchs langsam, peu à peu, diese Alternative, welche sich hauptsächlich in Richtung einer Stiftung bewegt, die Kindern hilft. Ja, der Grundgedanke vom Tabaluga-Hof ist es, dass wir unsere psychotherapeutischen Möglichkeiten mit der heilenden Wirkung der Natur verbinden wollen. Die Kinder kommen hier in ländliches Umfeld. Sie kommen ja alle ohne Ausnahme aus sehr destruktiven Verhältnissen. Und es ist einfach unsere Aufgabe, dass wir den Kindern eine Umgebung bieten, wo sie ihren eigenen Lebensweg und ihren eigenen inneren Kern wiederfinden. Und es ist ein absoluter Glücksfall für uns, für die Einrichtung, dass Peter Maffay zu uns gestoßen ist. Seit einigen Jahren gibt es die Tabaluga-Kinderstiftung, die Peter Maffay-Stiftung selbst, die sich jetzt gegründet hat, wird vor allen Dingen Kinder aus diesem Umfeld auch nach Spanien schicken können. Diese Kinder sollen irgendwann mal hier Ferien machen. Ein Teil von ihnen, diese Kinder werden dann betreut von ihren Pädagogen, die sie jetzt haben. Das ist zumindest beabsichtigt. Und dieses Haus hier ist dann, sage ich einmal, das Zentrum unserer Aktivitäten. Von hier aus wird das geleitet, was wir mit den Kindern dann durchführen. Beispielsweise die Unterbringung der Kinder dann draußen auf der Finca. Die Kinder sollen dann immer dem Prinzip der Lust und der Freiwilligkeit folgend die Möglichkeit haben, im Ökogarten zu verfolgen, wie es ist, wenn man etwas anpflanzt und es erntet und es dann auf dem Markt verkauft. Sie sollen eine andere Sprache kennenlernen, eine andere Umgebung erfahren. Und ich hoffe, dass das, ich sag mal, zu der Bereicherung ihrer Perspektive beiträgt. Aber auch umgekehrt, dass spanische Kinder, die wahrscheinlich noch nie 2 Meter hohen Schnee auf der Zugspitze gesehen haben, auch umgekehrt bei der Tabaluga-Stiftung Ferien machen können.
Das ist der Grundgedanke eigentlich. Beide Stiftungen werden sehr verzahnt miteinander zusammenarbeiten. Und jetzt, Freunde, gibt es eine kleine Überraschung für die, die neu sind. Jetzt möchte ich Ihnen ansagen, ein ebenfalls großartiger Mann. Hier ist The Power of the Blues, John Bale. Wir haben angefangen, mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten. Es gab immer wieder sehr interessante Gäste bei den Konzerten, die wir veranstaltet haben. Ich nenne ein paar, vielleicht John Mayer, Clarence Clemons. Das waren alles Versuche, uns selber ein bisschen zu öffnen und experimentell andere Ufer zu erreichen. Und das Ganze kulminierte, für uns zumindest, dann in dem Projekt Begegnungen, in welches sehr viele andere Künstler eingebunden waren.
Penta wollte nur gern wissen, wie das ist, wenn Leute aus jeder Hautfarbe und Mentalität und Fremden, also von fast Indianern und was weiß ich, zusammenkommen, dass man mit Musik eine Gemeinschaftlichkeit bilden kann. Dieser Typ hat mich völlig umgehauen. Er sagte, er möchte Tribal Voice singen, ein Nicht-Aborigine. Ich dachte mir, das ist eine völlig neue Idee. Warum nicht? Eines der Gründe, warum wir dazu zugesagt haben, war letztendlich, dass hier ein Schritt auf die andere Seite zugemacht wird. Also der Initiator stellt sich nicht in den Mittelpunkt und holt die Leute zu sich, sondern der Initiator geht auf die Leute zu. Und ich denke, das ist das auch, was rüberkommen muss, dass halt eben Begegnung zwei Seiten bedeutet. Als alles fertig war und wir die ersten Leute reinhören ließen, dann sagten die, ja, da singst du ja nur die Hälfte bei jedem Lied und da sind ja Leute da, die machen ja ganz komisches Zeug. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist ja genau der Sinn dieser Geschichte, dass das anders ist. Sonst müsste man ja niemanden einladen, dann machen wir alles selber. Aber das musste ja auch bei Begegnungen so vielschichtig sein. Du kannst es ja nicht jedem recht machen, wenn er fünf Türken rumrennt und dann singt aber eine schöne Sängerin aus Israel. Das finde ich natürlich dann ganz schön. Das finde ich natürlich besser als Bring mich nach Haus oder Kartell, die da ihr Zeug ratten. Aber das sind Einflüsse, die finden wir halt toll. Weil wir haben ja ganz andere Einflüsse gekriegt als die Leute, die uns gerne hören. Jetzt ist unsere Aufgabe, das den Leuten wieder nahezubringen. Da kam mal auf einem auf was zu. Denke ich, naja, wenn es denen alle gefällt, damit muss ich mich dann auch mal beschäftigen und habe mir das mal dann reingezogen. Ja, und dann mit der Zeit findet man rein und hört und sagt, Mensch, das ist auch eine ganz tolle Musik. Und während der Tour war es Platin. Die
Leistung von Peter Maffay, Begegnungen zu einem Zeitpunkt zu machen, wo ganz Deutschland in einem Zwiespalt zwischen Ausländerfreundlichkeit oder Feindlichkeit ständig bestand, hinzugehen, mit internationalen Künstlern unterschiedliche Musikrichtungen zu präsentieren und selbst zu moderieren. Andere größer zu machen, als man selber ist, um damit andere gewinnen zu lassen und damit man auch selber gewinnt. Das ist eine Philosophie, die muss man erstmal für sich selbst vereinnahmen. Und ich glaube, das hat er blendend gemacht. Ich sehne mich nach Harmonie. Das habe ich immer. Ich fand Harmonie, das Wort, schön. Ich fand Harmonie, den Zustand, fantastisch. Wenn mich jetzt etwas interessiert, ist es, mehr an mich ranzulassen und mich nicht zu versperren. Weicher zu sein. Wir uns berühren, was für ein Zauber wie. Ich würde es als Schwachsinn empfinden, wenn der jetzt aufhören würde, weil so gut wie der drauf ist, so viel Erfolg zu haben, ich meine, da kannst du nicht sagen, so, ich mache in 4 Jahren irgendwo einen Cut und mache dann gar nichts mehr. Das wär's, das glaube ich, kann ich mir nicht. Ich kann mir das einfach so nicht vorstellen. Ich werde ganz bestimmt nicht auf Musik verzichten. Was ich aber wahrscheinlich gerne täte, oder was mir reizvoll erscheint, ist, aus dieser Maschinerie rauszukommen, in der ich 30 Jahre lang drin gesteckt habe. Ich denke eben wirklich, dass wenn dieser Bauernhof dort angefüllt ist von Kinderlachen und von eiligen, emsigen, kleinen Gesellen, die dann, was weiß ich, irgendwo in der Erde rumbuddeln, um ihre eigenen Karotten rauszuziehen, die sich um die Tiere ein bisschen kümmern, die müssen da nicht arbeiten, die sollen nur partizipieren, sollen vielleicht ein bisschen von dieser Landluft schnuppern. Ja. Aber das alles ein bisschen zu leiten, oder zu motivieren, hin und wieder mit denen zusammen zu musizieren beispielsweise, im Studio ein paar Sachen aufzunehmen, eine eigene CD zu produzieren. Das wären lustige Ausblicke. Ja? Oder mit ihnen mal ans Meer zu fahren und zum Baden zu gehen oder zum Fischen. Ich habe noch nie einen Fisch gefangen, aber vielleicht gelingt es bis dahin. Ja? Und dahin geht eigentlich ein Teil meiner Reise. Diese Hitze tut so gut, schmelzen und zergehen. Süden, Sonnenglut, Zeit bleibt stehen. Jalousien brechen, strahlen, Luft voll schwerem Duft. Wilde, feuchte Lagen, Haut auf Haut, neu vertraut. Nie war ich tiefer, nie tiefer, tiefer.